Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sky Heaven. In der letzten Folge haben wir unseren kleinen Flughafen hier angefangen zu bauen. Und der hat hier auch noch Vollbetrieb. Also es gibt hier wohl einige Flugzeuge, die hier auch noch auf Freigabe warten. Und da sollten wir schauen, dass wir bald hier doch wieder Flugzeuge freikriegen. Oh, warte mal. Oh, fuck. Haben wir keine Lieferung? Aktuelle Zeit, 12.55 Uhr. Ich habe doch jetzt eigentlich eine Lieferung, oder? Kacke, warte mal. Neuer Vertrag. Sofort 50. Dann müssen wir währenddessen solche annehmen. Wo kommt denn der blöde LKW jetzt mal? Du kommst und du kommst auch. Da kommt unser Nottransport. Wir sind wieder flüssig, Jungs. Flüssiggold. Oh, jetzt haben wir kein... Oh. Ich habe vergessen, Trank zu kaufen. Voller Füllung. Apropos, wie schaut's aus mit unserer Forschung? Ja, ich kann euch landen lassen. Absolut kein Problem. Wir müssen nur warten, bis der Tank kommt. Macht euch keine Sorgen, Tank ist gleich da. Gebt uns eine Sekunde, der Tank muss nur einmal angefüllt werden. Holy shit, wie schnell das leer geht. Das ist echt brutal, schaut euch, wie schnell das runtergeht. Jetzt haben wir aber auch schon wieder 8000 insgesamt, das ist schon mal eine feine Zahl. Wir werden nachher noch unser Flugfeld ein bisschen umbauen. So. Alter, noch mehr und noch mehr Flieger. Immer mehr Flieger hier. Alter, wie viel machen wir denn jetzt drauf? Wir stehen echt gut da, eigentlich. Haben schon fast wieder 10.000 verdient. Neuer Vertrag. Nochmal für 40 unterzeichnen. Und hier nochmal einen neuen Vertrag für 6.000 unterzeichnen. Wir brauchen die Flieger. Tank, komm daher. Weiter, wir haben's. Wir haben gleich wieder Tank, Jungs. Gebt uns eine Sekunde. Wir sind wieder auf Vollmarsch. Oh, warte mal. Research. Weiter. Weiter. Schließen. Forschung. Dann würde ich gerne mich schon in die Flugplanung begeben und noch ein erhöhtes zwei erhöhtes Personal einsetzen. Dann dürfte es gar nicht so lange dauern hier. Dann sollten wir relativ schnell hier wieder auf Vordermann kommen. Alter, jetzt gehen sie wieder ab in den Fliegern. Es wird schon wieder Nacht, Jungs, geht mal schlafen. Aber wir liegen immer noch bei guten 10.000. Ja, das ist eigentlich schon echt schmackig. Jetzt sind wir schon bei 11.000. What the fuck? Jetzt kommen noch ein paar Flugzeuge rein. Da können wir eh schon wieder auffüllen, weil irgendwie kriegen wir ja keine Lieferung. Hier können wir auch schon wieder auf 3 auffüllen. Alter, hier geht's ab.
Also Wahnsinn, was da alles an Ressourcen gebraucht werden. So, jetzt haben wir Nacht. Jetzt ist es 10 Uhr nachts. Kann ich den Tank hier noch vergrößern? Nee. Kann ich nicht. Ich habe die beide voll aufgebaut. Okay. Dann lasst uns mal das umdesignen. Weil die kommen ja von außen ran. Bedeutet, wir werden, warte mal, ich brauche erstmal den Mülleimer hier. Das muss erstmal umdesignt werden. So. Und dann brauchen wir da noch ein paar. Ich will jetzt aufstocken. So. Und das brauchen wir auch nicht mehr. Nur noch die Mittellinie. Da brauchen wir keinen Feldweg, sondern einen Rollweg. Ne, warte mal. Rollbahn, hier. Eigentlich, wenn wir es rechts sehen. Wäre es sogar, warte mal, wir bauen das mal ein bisschen anders. So. Und dann hier noch dementsprechend. Nein, ah, fuck. Ah, Mann. Nicht schräge Wege. Uncoole Sache. So wollen wir das hier auch. Dann wird das dazwischen gelöscht. Brauchen wir hier nochmal eine Rollbahn. Erweitert auf 4. Und dann können die nach hier rein theoretisch abfahren. Kann man dann nicht irgendwie, oder? Straßen dürfen sich nicht kreuzen. Wie kreuzen? Ich will nicht kreuzen. Hä? Warte mal. Das ist uncool, ich will da hin. Das heißt, die Straßen dürfen sich nicht. Oh, warte mal, da ist ein Fehler. Da ist ein Fehler, deswegen. Falscher Winkellimitkreuzung. Oh, Mann. Bisschen vor. So besser jetzt vom Winkellimit. Ja, perfekt. Tja. Und dann können die hier so abbiegen, entscheiden, wo sie hinwollen. Hier meckern sie aber irgendwie noch um Link. Achso, nee, weil sie nicht verbunden sind mit irgendwas. Genau, da müssen wir jetzt auch nochmal umdesignen. Kann ich die bewegen? Nee, manuell nicht verknüpfen, sondern ich würde es gerne verschieben. Dafür musst du es deaktivieren, bevor du es verschieben willst. Hab ich doch, hä? Oh Mann, das ist ja wieder ganz kompliziert. Aber warte mal, wir können es vielleicht so lösen. Wir machen einen Feldweg hier. Wieso darf sich das jetzt hier nicht kreuzen? Du musst das wahrscheinlich weg, weil das ja nicht so gut passt. Dann hier. Aha, so geht das, okay. Dann können die sich hier reinbegeben und verwaltet werden. Und das ist jetzt das Treibstofflager. Dann bauen wir davon jeweils noch eins. So, wir haben hier ein Treibstofflager. Und ein Frachtlager. Natürlich werden die ausgebaut wie Sau. Die sollen doch morgen immerhin wieder alles reinholen. Oh, ich habe keine Kohle mehr. Kacke. Habe ich eine Bank? So, okay. Machen wir das.
auflösen. Und du gehst auch auf das Neue. Das ist ja mit dem verbunden. Das hier muss ich mit dem oberen auch wieder verbinden, genauso wie du dich mit dem oberen verbinden musst. Ich weiß auch nicht, warum er den automatisch dann immer mit den nächsten verbinden würde, weil ich hätte eigentlich eine andere Idee. Aber okay, vielleicht habe ich da auch noch nicht den ganzen Bogen raus, wie es will. Aber hey, schauen wir mal. So, perfekt. Mal alles zumachen. Der nächste Tag kann kommen. Vorspulen, jetzt wird Nacht und jetzt haben wir eh keinen Dienst mehr. Jetzt kann es nur noch teuer werden. Oh, Tankauffüllung, geil. Haben wir 8.000 von 14.000 auf dem Lager. Yep. Ich konnte jetzt aber keinen hölzernen Kontrollpunkt zur Überwachung von Flug- und Landverkehr. Also wäre eigentlich gar nicht doof gewesen, aber hups, da war mein Geld leer. Da war aus Versehen das Geld mal leer. Was haben wir denn hier oben noch für schöne Button? Luftverkehrskontrolle, verwerfen. Verwerfen. Ich habe nur noch 50 Dollar, ich brauche Kohle, Jungs. Oh, ich kann einen Kredit aufnehmen, geil. Noch ein Kredit von 5.000. Ja, ich muss den Kredit mal aufnehmen. Dann kann ich... Wo waren jetzt die Fahrzeuge, die ich vergessen habe? Hier nicht alle Fahrzeuge gehabt. So. Und dann können wir rein theoretisch hier noch... 5.000 auffüllen. für die Güterversorgung. Perfekt, da kommt der Nachtdienst. Und dann kommt natürlich noch so ein... Der kommt hier unten einfach hin, oder? Aktuell mal. So. Offen. Der soll arbeiten. Lasst ihn arbeiten, meine Freunde. Lasst ihn arbeiten. Wertungen bald verfügbar. Oh, Flugplanung erreicht. Nice. Dann, was ist das? Baumühle, bequeme Stühle. Können wir mal erforschen. Flugplanung wird jetzt dann aber interessant, weil dann kann ich hier in das Planungsfenster. Juhu! Ich muss ja nur herausfinden. Alter, wie viel? Wir haben 10 Stück. Oder wir müssen dann hier irgendwo Verträge machen. Da kommen aber noch wahrscheinlich die. Lieferträgers kommen noch, aber wir können dann schon mal eben Flüge planen. Jetzt kann ich vorspringen, geil. Ja, wir haben mehr Ausgaben gehabt wie Einnahmen, aber ich habe auch wieder viel gemacht. Schau mal, neue Verträge, sagt er hier. Wo? Hä? Verwerfen. Vertragsverhandlungen machen wir doch mal an. Es gibt gleich nochmal ein doppeltes Team einfach. 11 Stunden, das sollte reichen. Personal kostet halt nun mal Geld, gutes Personal. So. Langsam auf die Landebahnen. Wo bleiben denn die ganzen Flugzeuge, Jungs? Jetzt haben wir so viele Flugfelder. Jetzt müssen sie aber auch herkommen, ne? Wir sind ready für den Flugverkehr. Wir sind echt ready für den kompletten Flugverkehr hier von Osten und Westen. Alter, wir haben alle 10 Flugfelder voll. What? Schau dir das an. Wie das abgeht und dann zack, sind die wieder leer, kommen schon die nächsten nach. Alter, mega nice. Unser Geld schießt wieder nach oben, so wie wir es brauchen. Also was will man mehr? Nice, nice. Das schaut echt funny aus, irgendwie so ein bisschen.
Landegebühren, die ganzen einzelnen Sachen hier. Das Geld fließt, das Gold fließt, meine Freunde, das Gold fließt. Eigentlich bräuchte ich schon wieder mehr. Ich habe schon wieder zwei leere Felder und da kommt niemand für. Wo bleiben denn meine lieben Flugzeuge? Wo bleiben sie denn jetzt? Alter, jetzt sind schon wieder vier frei. Schauen wir mal, Vertragsverhandlungen. Warum sind denn da noch keine? Warum? Fluggesellschaft, nachher. Ah, warte mal, ich kann jetzt hier annehmen, Aircraft Transport and Travel. Wir nehmen die mal an und dann können wir wahrscheinlich Verträge Arsche an. Nicht alles des Services verfügbar. Was heißt denn das jetzt? Ich nehme nochmal die Royal Postman, würde ich sagen. Schön, die von Royal Postman können wir jetzt zum Beispiel unterzeichnen. Und dann können wir wahrscheinlich in der Flugplanung jetzt halt hier... Achso, warte mal, da brauchen wir, müssen wir die Vorfelder aus dem Bedarfsmodus raustun, wie das hier zum Beispiel. Planungsmodus. Und das ist jetzt, das ist die Frage, welches war denn das jetzt? Das war die 1, ne? Dann kann ich jetzt hier sagen, okay, hier treffen wir jetzt über den Tag mal drei Flugzeuge ein. Mit ein bisschen Abstand. Mach hier auf okay. Und währenddessen kann ich die anderen Flugzeuge einweisen. Zack. Und das ist jetzt sozusagen schon offiziell geplant. So. Und das hätte ich gerne in Zukunft mit allen. Ich glaube, uns fehlt noch ein bisschen so, die paar Dienste fehlen uns einfach noch. Die müssen wir noch erforschen. Aber aktuell schauen wir noch gut aus von allem her. Wir haben noch nicht nachkaufen müssen, liegen aber schon bei 5000 wieder Input. Obwohl wir wahrscheinlich wieder viel ausgegeben haben. Zack. Wenn wir unten eins auftauchen sehen, dann wissen wir, dass das unser erstes planmäßiges, Flugzeug ist. So. Alter, das ist... Schaut euch unsere leckere, Cola an da oben. Das ist ja der Wahnsinn. Die Forschung ist auch bei 65%, so wie wir das wollen. Hier mega lecker. Abfliegende Fracht? Arsch, ja, hier, der Bus fehlt. Bei Ihnen. Und hier nehmen wir noch die Zeichnung. Wir tun einfach mal alle unterzeichnen. Dann zeichnen wir die auch noch. Maximal 5 ungeplante Flüge möglich. Jetzt 5, doch 10 nach unterzeichnen. Dann gehen wir in den Planungsmodus und dann können wir rein theoretisch hier jetzt noch ein paar von denen dazwischen packen. Jetzt haben wir noch zwei übrig, bedeutet, dich geben wir auch in den Planungsmodus. Und dann tun wir einfach hier jetzt so machen. Dann hat es alles ein bisschen Abstand, schaut ein bisschen besser aus. Änderungen werden übernommen. Und die bringen alle jeweils 500 ein, ne? Das ist natürlich geschmackig. Und jetzt können wir den auch noch unterzeichnen. Oh, das geht aber gut. Gehen Planungsmodus und jetzt können wir natürlich wieder ein bisschen straffen. Den Plan. Aber dann haben wir die mindestens zwei Start- oder Flughäfen. Alter, wir brauchen sogar noch mehr. Dann wird 3 auch auf.
Ups, das war nicht der Bedarfsbutton. Wie Vorfeld ist deaktiviert? Ist es nicht? Jetzt, so, warte mal. Dann tun wir aber ein bisschen hier wieder verteilen. Nehmen hier oben wieder das eine raus. Einfach, dann haben die da ein bisschen Pause dazwischen. Ich glaube, das ist gar nicht so doof. Und machen das hier zum Beispiel ein bisschen strenger. Dafür ist es nicht so weit auseinander. Passt perfekt. Jetzt haben wir drei Verträge. Wir können jetzt hier, also hier sieht man jetzt zum Beispiel, dass wir immer aktuell Ressourcen verlieren würden. Bedeutet, wir können jetzt hier nochmal bei Roll Post normal 80 nachbestellen in der Früh. Und dann schaut das so aus ungefähr. Und jetzt machen wir natürlich noch einen neuen Vertrag. Jetzt hat sofort nochmal 40 liefern. Hier brauchen wir auch nochmal einen Vertrag. Ich hätte noch mal gern einen Tank aufgefüllt. Hast du nicht hier irgendwo einen sofort? Ich bräuchte mal so 8000. Das ist ja gleich gar nicht schlecht. Und hier sieht man zum Beispiel auch, wann wir dann leer sind. Das ist sehr interessant, echt zum Beobachten. Und auch zum Herausfinden. Wenn man so ein bisschen beobachten kann, was abgeht. Wann wird unser Tank aufgefüllt? Da kommt er schon. Perfekt. Ich bin froh, wenn wir morgen wirklich dann die drei Flugfelder voll haben. Welches Grasvorfeld ist das denn? Das ist Grasvorfeld 4, okay. Aber natürlich kostet das alles hier. Share Base, Airline Capacity, Current Airline Capacity. Wir haben 20 aktuelle. Ah, die erhöhen meine, wie viel ich reinkriege, okay. Okay, okay. Jetzt check ich's. Wenn wir allein da die Limits aktuell stehen. What the fuck? Oh, ich sehe es aber, Leute. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr nie wieder ein Video von mir verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.